Ja, hallo, mein Name ist Helga Kischball. Ich arbeite beim Jugendmigrationsdienst Fürstenfeldbruck mit meinem Kollegen zusammen, dem Herrn Atala Mehmet, neu hinzugekommen. Versuchen wir, unsere Klienten zu unterstützen. Der IB ist ein freier Träger. Wir kümmern uns um Jugend, Soziales, Bildung und Beruf und natürlich auch die Freiwilligendienste. Den IB gibt es deutschlandweit. Er hat mehrere Büros in Deutschland, sodass die jungen Leute fast überall einen Ansprechpartner haben. Der Internationale Bund ist ein freier Träger. Wir werden unterstützt vom Familienministerium. Was ich vor uns auch noch, ich würde hier gerne auch noch kurz anbringen, dass wir auch bei der Anerkennung von Schulzeugnissen bzw. Bachelorabschlüssen bereit sind, diese anerkennen zu lassen. Privat kann man das nicht mehr beantragen. Wir stellen natürlich jetzt nur einen Vorbescheid, beziehungsweise wir bitten um einen Vorbescheid. Und wenn der Kunde dann weiß, es wird bestätigt, das ist das Gleiche, was in Deutschland herrscht, dann machen wir dem Schüler klar, entweder er geht zur Ausbildung, wo er ist, oder er geht an die Schule, wo er Leiter lernt. Und die können das beantragen und dann haben sie eine Anerkennung für ihre Zeugnisse aus dem Ausland. Also die Arbeit macht mir deswegen sehr viel Spaß, weil ich den jungen Leuten helfen kann. Egal wohin es geht, ob es eben sprachlich, sozial, beruflich oder Anerkennung oder Ausbildung. Wir beraten da, wir begleiten da. Und am Ende, wenn wir Jugendliche, die wir früher beraten haben, dann auf einmal bei Vielmann stehen und sagen, guten Tag Frau Kischball, oder ich gehe zum Bäcker und finde dort jemanden aus von unseren Klienten. Das ist für uns ein so gutes Zeichen, dass wir gute Arbeit machen. Ich habe auch einen da, der uns extra noch geschrieben hat, wie er sich bedankt. Und das ist das größte Dankeschön, was wir bekommen können. Wir beginnen meistens, wenn jemand neu zu uns kommt. Das ist auch hier zum Beispiel dieses Teil. Ich komme neu nach Deutschland, bin zwar 18, aber brauche Hilfe und Unterstützung. Dadurch, dass er schon 18 ist, braucht er keinen Vormund mehr, er kann selber unterschreiben. Dann schauen wir, welche Probleme er hat, wo wir ihm helfen können. Meistens ist es dann ein Deutschkurs zu finden, weil er die deutsche Sprache lernen möchte. Und danach schauen wir, ob sie vielleicht eine Ausbildung anfängt oder vielleicht studieren möchte. Braucht sie sozial, heißt ja auch in der Sprachförderung, in der Jugendsozialarbeit bzw. eben das freiwillige Jahr im JMD, was natürlich auch bei uns beim Internationalen Bund durchgeführt werden kann. Bei der Bildung und der beruflichen Arbeit können wir unsere Arbeitsvermittler anrufen. Die stehen uns sehr gut mit Rat und Tat zur Seite. Es gibt Ausbildungshilfen, die man den Jugendlichen anbieten kann. Es gibt eine Berufsausbildung, IB-Schulen und Hochschulen und natürlich Sprachangebote. Die Sprachangebote müssen nicht immer der Integrationskurs sein, das können auch Sprachkurse von, sehen Sie, DeufEF sein. Da arbeiten vier Träger zusammen, damit man etwas für die Jugendlichen findet, wo sie sich in ihrem Bereich mit der Sprache weiterbilden können. Ich möchte Ihnen gerne einen Einblick in unsere Arbeit geben, etwas konkreter, damit Sie sich vorstellen können, wofür oder wo wir alle Unterstützung geben bzw. die Jugendlichen bekommen. Wir arbeiten natürlich, wie ich vorhin kurz erwähnt hatte, in sprachlichen, sozialen, beruflichen und natürlich auch schulischen Fragen. Stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben hier ein paar Beispiele, mit welchen Problemen die Jugendlichen zu uns kommen. Gerade dieses eine, mein Ex-Partner droht mir, mich und die Kinder umzubringen. Da in diesem Fall zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass man sehr schnell handelt, dass man die Familie mit den Kindern vielleicht im Frauenhaus unterbringen kann, so dass der Mann die Adresse nicht findet. Natürlich begleiten wir in so einer Situation die Familie auch beim Ausländeramt haben wir begleitet, wenn das nämlich hier passiert. Dann sind wir natürlich für die Klienten da und sagen ihnen, wie es weitergehen kann. Wir unterstützen fast in jedem Bereich, wir füllen Anträge aus, wir begleiten,
Wir arbeiten mit der Berufsschule, mit den Berufsintegrationsklassen sehr eng zusammen, wo zum Teil auch schon Klienten von uns sind, die wir dorthin geschickt haben. Von daher sind wir weit, fast in allen, ich sage immer, wir sind Mädchen für alles. Wir sind die eine Stelle, die der IB hat. Der IB hat 14.000 Mitarbeiter in ganz Deutschland. Also Sie sehen, da sind wir sehr verbreitet und die Jugendlichen können überall Hilfe und Unterstützung bekommen. Dann möchte ich gerne noch meinen Kollegen vorstellen. Das ist der Benedikt Steinbau. Er ist Respektcoach und arbeitet auch hier im Büro, ist aber sehr viel unterwegs, weil er eben Projekte plant. Hallo, ich bin der Benedikt Steinbach. Ich arbeite seit 2021 beim IB im Programm Respect Coaches. Und das Programm Respect Coaches ist ein Programm, was unterstützt wird vom Bundesfamilienministerium. Und das Ziel ist die Prävention von Radikalisierung und Extremismus an Schulen. Und wir Respect Coaches, wir gehen an Schulen und führen da verschiedene Projekte durch. Und wichtig zu wissen ist, wir arbeiten in der Primärprävention, das heißt, wir beschäftigen uns nicht mit Schülern, die schon radikalisiert sind oder extremistische Ansichten haben, sondern wir schauen wirklich quasi, dass wir präventiv arbeiten. Und diese präventive Arbeit geht eigentlich in drei Bereichen. Das heißt, ein Bereich ist die Stärkung der Selbstwirksamkeit und der Identität. Das heißt, wir versuchen den Jugendlichen zu vermitteln, dass sie was können, dass sie selbstbewusst sein können, dass sie sich auch was zutrauen können. Und zweiter Bereich ist Abbau von Vorurteilen mit verschiedenen Workshops. Das heißt, quasi genau, Abbauen von Vorurteilen, dass man toleranter ist gegenüber anderen Menschen. Und das dritte ist eben, dass wir versuchen, die Klassengemeinschaft zu stärken, zu schauen, dass niemand ausgegrenzt wird. Und dass man quasi ein tolerantes Miteinander einer vielfältigen Klassengemeinschaft hat, weil man quasi über die Zeit gemerkt hat, wenn die drei Faktoren erfüllt sind, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass ein Kind oder ein Jugendlicher sich radikalisiert oder versucht, andere auszugrenzen, um sich selber besser oder anerkannt zu fühlen. Und ich kann vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, welche Projekte wir so machen, dass man sich ein bisschen besser vorstellen kann. Zum Beispiel habe ich in die Mittelschule Nord, wo ich arbeite, zwei Studenten aus München eingeladen, die da sehr engagiert zum Thema Antirassismus sind und auch bei den Black Lives Matter und N-Wort-Stoppen-Demos dabei waren. Und die machen Workshops mit Schülern zum Thema, was ist überhaupt Rassismus, was bedeutet es im Alltag, also warum finde ich schlecht eine Wohnung, wenn ich einen ausländischen Namen habe? Oder warum ist es vielleicht auch schwieriger, einen Job zu finden? Und warum gibt es überhaupt Rassismus? Also die Geschichte von Kolonialisierung und Rassentheorie. Und aber auch quasi versuchen sie, die Geschichte von Afrika ein bisschen umzuerzählen und zu sagen, okay, es war nicht nur alles schlecht und es ist nicht nur die Zeit der Kolonialisierung, sondern es gibt auch viele positive Beispiele, viele Heldinnen und Helden in Afrika, die tolle Dinge vollbracht haben, und versuchen da auch Leute, Schülerinnen und Schüler, die selbst von Rassismus betroffen sind, zu bestärken und stolz auf sich zu sein. Und ein anderes Projekt, was ein bisschen in die Selbstwirksamkeit geht, ist das Schülerparlament, was ich zusammen mit einer Dozentin aus Würzburg an der Mittelschule Nord leite. Und dabei geht es hauptsächlich darum, dass die Jugendlichen Demokratie selbst erleben können, also dass man es nicht nur im Unterricht quasi erfährt, was ist Demokratie, sondern dass man wirklich auch selbst erleben und mitgestalten kann. Und da fangen wir jedes Schuljahr an mit Wahlen, das heißt so richtige, wir machen Wahlkampf, gestalten Plakate, Wahlkampfreden, die SchülerInnen müssen sich ein Wahlprogramm überlegen und dann mit den gewählten Vertreterinnen und Vertretern versuchen wir dann Projekte umzusetzen über das Jahr, und da haben wir auch schon einiges erreicht. Zum Beispiel haben wir WLAN für die Schüler an der Mittelschule Nord umgesetzt. Wir haben Obst und Gemüse kostenlos für die Schüler organisiert. Es gab neue Liegen im Pausenhof, dass sich die Jugendlichen da besser
hinsetzen und chillen konnten. Und dieses Jahr haben wir einen Podcast angefangen, wo die Jugendlichen verschiedene Leute interviewen, also so ein bisschen wie in dem Format hier. Und neue Leute, Berufsgruppen und Menschen kennenlernen. Und ein letztes Projekt, was ich noch vielleicht erzählen kann, das ist, hier sieht man im Hintergrund auch ein paar Bilder, da haben wir an der Berufsschule mit den Berufsintegrationsklassen ein Fotoprojekt gemacht. Und die Berufsintegrationsklassen sind meistens Schüler, die noch nicht so lange in Deutschland sind und auch mit vielen Vorurteilen konfrontiert sind. Und wir haben uns da an einem Projekt von einem französischen Street-Art-Künstler orientiert. J.R. heißt er, der Bilder gemacht hat quasi in Israel und israelische und palästinensische Menschen im Alltag fotografiert hat und die nebeneinander an die Mauer geklebt, gepastet hat. Und wir haben gedacht, okay, wir machen das Gleiche und die Schüler dürfen sich mal so darstellen, wie sie sich fühlen und nicht, wie die Leute sie sehen. Das heißt, man wird ja von der Gesellschaft immer gesehen und da werden einem viele Sachen zugeschrieben, wie Nationalität, Herkunft, Geschlecht. Und wir haben gesagt, wir wollen die Schüler mal dazu ermutigen, sich so zu zeigen, wie sie wirklich sind. Also quasi stolz auf sich zu sein und auch einen kleinen Text dazu zu schreiben. Und da kommen dann oftmals Sachen durch, wie, dass die Jugendlichen Kunst interessiert sind, dass sie musikalisch sind, dass sie viele verschiedene Stärken haben. Und da haben wir dann eine große Ausstellung gemacht in der Berufsschule, wo auch der Bürgermeister in Fürstenfeldbruck war, auch ein paar lokale Politiker und Politikerinnen. Und man hat gemerkt, die Jugendlichen waren da wirklich stolz und haben sich auch mal wertgeschätzt und auch von der anderen Seite gesehen, gefühlt. Genau, und so haben wir auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die Schüler sich was zutrauen und stolz auf sich sind. Das Schöne am Programm Respect Coaches ist eigentlich, dass wir Kooperationsschulen haben, das heißt, wir arbeiten nur mit einer oder zwei Schulen zusammen, das heißt, wir können regelmäßig an der Schule sein und auch eine Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen. Und das Schöne ist eigentlich, quasi die Jugendlichen kennenzulernen und nicht nur mal kurz in der Schule zu sein und über ein bestimmtes Thema zu sprechen, sondern auch wirklich eine Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen, in die Schule zu kommen und gegrüßt zu werden und so Teil der Schulfamilie zu sein und auch so ein bisschen die Entwicklung der Jugendlichen zu verfolgen, im Sinne von, dass unsere Workshops auch was verändert haben. Und solche Rückmeldungen sind dann total schön und motivieren mich auch, im Job weiterzumachen. Ich wollte noch sagen, das Programm Respect Coaches gibt es jetzt insgesamt schon seit 5 Jahren. Und durch die Haushaltskrise im letzten Jahr hatten wir starke Probleme oder wir mussten hart dafür kämpfen, dass das Programm nochmal verlängert wird, weil einfach an allen Ecken und Ecken gespart werden muss und das trifft dann oftmals auch Projekte aus der politischen Bildung. Jetzt haben wir auch ein bisschen begünstigt durch den Nahostkonflikt, wo wir auch Workshops dazu machen und die Politik auch sehr stark sich wünscht, dass wir zum Thema Antisemitismus Workshops machen, wurde das Projekt nochmal um ein Jahr verlängert bis Ende 2024. Und dann ist es aber unklar, ob es weitergeht und ob wieder Gelder für eine Verlängerung des Programms zur Verfügung stehen. Deswegen kämpfen wir immer dafür und nutzen auch solche Formate wie das Video hier, um darauf aufmerksam zu machen, dass sowohl die Jugendmigrationsberatung, aber auch das Programm Respect Coaches und politische Bildung an Schulen weiterhin finanziert werden muss, weil es eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft ist.